Gut, hallo, ich bin Ulrich und heute geht es mal wieder weiter mit Filmrezensionen von Outdoor-Filmen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das überhaupt ankommt. Jetzt hatten wir das Thema, der Algorithmus von Amazon Prime hat mir wieder einen Film vorgeschlagen, der eigentlich nicht zum Kapitel Jakobswege-Filme gehört, den ich aber trotzdem mal vorstellen möchte. Der Film heißt Dschungel. Ist aus dem Jahre 2017 als Kinofilm konzipiert, spielt im Jahre 1980. Ob man den nun unbedingt gesehen haben muss als Jakobspilger, ich weiß es nicht. Ein grundsätzliches Ding, was ich mich gefragt habe, ist welche Information überträgt das Bild? Das, was ich hier mache, könnte man doch hier auch als Audio-Podcast machen. Und das wurde mir auf YouTube auch sehr schnell klar. Der eigentliche Informationsträger auf diesem meinem Kanal ist der Ton. Trotzdem überträgt das Bild ein paar Informationen und dass man aufs Bild nicht unbedingt verzichten möchte. Weiß ich nicht, in dem Film war es genauso. Das Bild trägt die Information. Ich habe den Ton mitunter extrem leise gemacht. Ne? Weil der Ton fast keine Information trägt. Das ist ein Film, da hat sich der Regisseur wirklich Gedanken gemacht und das Bild trägt die Information. So, wer ihn gucken möchte, es gibt keine wirkliche Pointe in dem Film, aber wer ihn unbefangen schauen möchte, muss ihn bitte jetzt gucken. Da sind vier Männer, die eigentlich nichts miteinander irgendwie zu tun haben. Ein Österreicher, ein Schweizer, ein Australier und ein Israeli. Fangen wir mal mit dem Österreicher an. Der kommt in den ganzen Rezensionen, die ich gesehen habe, relativ schlecht weg, wobei ich nicht weiß, warum. Der Österreicher ist zu dem Zeitpunkt 60 Jahre alt, muss also 1920 geboren sein. Das ist deswegen so spannend, weil er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit demnach unter seinem Landsmann im Zweiten Weltkrieg gedient haben dürfte und mit Waffen also umgehen können musste. Die drei anderen, Schweiz, Australien, Israel, sind zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Das heißt, sie sind 1950 geboren. Das heißt, das sind ziemlich junge Alt-68er noch. So gerade eben würde ich die als Alt-68er durchgehen lassen. Alt-68er ist die Generation um 1945 herum geboren. Die erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die keine schlechten Zeiten mehr erlebt hat, wo es immer nur bergauf ging, Wirtschaftswundergeneration. Aber es betrifft ja eigentlich nur den, wenn dann überhaupt den Schweizer, weil Australien ist weit weg. Und Israel, ja, in dem Film wird ein Zusammenhang zum KZ hergestellt, ja. Ne? Die Eltern von dem Israeli waren wohl im KZ und zumindest es sind da so Anspielungen drin in dem Film. Die Bilder übertragen diese Informationen, ja. So. Ist es plausibel, dass die vier sich einfach so in der Weltgeschichte treffen? Die haben ja eigentlich nichts weiter miteinander zu tun. Und ich sage ja. Ich war selbst, also ich bin ja Jahrgang 70, zumindest so ungefähr, plus minus, sprich Pillenknick-Generation. Ich war im Alter von 18, 19, 20 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, auf eigene Faust in Brasilien, auch mit dem Rucksack unterwegs und ja, und ich war später im Studium noch mal ein halbes Jahr in Sibirien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich kann mich zum Beispiel in Brasilien an zwei Jungs erinnern. Wir haben nichts miteinander gemeinsam gehabt, außer die Tatsache, dass wir aus Westdeutschland waren. Mehr nicht. Hier in Deutschland, ich hätte mit denen nichts zu tun gehabt. Die hätten ich sitze in einem Starbucks im Phuket und werde bedient von einer Kellnerin aus Mainz. Kennt ihr den Schlager? Wenn nicht, solltet ihr ihn vielleicht mal hören. Das Einzige, was ich mit denen zusammen zu tun hatte, war, dass wir aus Westdeutschland waren. Und ungefähr gleich alt. Das waren alle Gemeinsamkeiten. Hier in Deutschland, die hätten mich doch gar nicht interessiert. Die hätten bei McDonald's neben mir gesessen, bei Starbucks. Die hätten an der Kasse vor oder hinter mir gestanden. So, aber allein die Tatsache, das habe ich später in Sibirien dann auch nochmal gemerkt, allein die Tatsache, wir sind aus dem gleichen Land. Gut, die Deutsche Demokratische Republik hatte ihre Daseinsberechtigung bis dahin verloren, bis ich in Sibirien war. Aber als ich in Brasilien und in Kuba und so weiter war, da gab es die halt noch.
Wobei man da vorsichtig sein muss. Es gibt von Carmen Thomas so ein Video, ja, wo sie sagt, sie hat 1988 noch ein Video gemacht. Interessiert sie das? Wiedervereinigung? Fragezeichen. Und 1988 ist sie noch gefragt worden, du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass das jemals Realität wird. So. Also wie gesagt, dass sich da Leute zusammentun, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, ist plausibel, ja. So, dann ziehen die los. Der Österreicher hat eine sehr, sehr schlechte Presse, wobei ich nicht weiß, warum. Er lädt die ein, mit zu einem Indianerstamm zu kommen. Ich musste die ganze Zeit an Rüdiger Neberg denken. Der kümmert sich da auch irgendwie, wenn er denn noch lebt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, um so einen Indianerstamm da irgendwo. Und mein Sachstand ist aber der, dass Rüdiger Neberg Anfragen er ablehnt, jemanden mitzunehmen, während der Österreicher da wohl hingeht und sogar Reklame macht und die sogar einlädt, mitzukommen. Warum, bleibt völlig offen, erfährt man in dem Film nicht. Er will da kein Geld für haben, er lädt die einfach ein, mitzukommen, er weiß, wo diese Indianer sind. Die Gruppe diskutiert das, ja, und zieht dann los. Und die kommen dann auch an einen Fluss und danach trennt sich dann die Gruppe. Ist das plausibel? Ja, kenne ich auch aus Interrail-Zeiten. In Jugoslawien waren wir. Wir hatten auch wieder von einem wildfremden Menschen, mit dem wir sonst nichts zu tun hatten, eine Einladung nach Varaždin gekommen. Ja, aber jetzt wollte ich mit meinem Teil der Gruppe, wir wollten unbedingt noch nach Sarajevo weiter. Wir waren in Belgrad und wir wollten noch nach Sarajevo weiter. Auch weil da die Kulturen aufeinandertreffen, mal eine Moschee und so weiter. Sarajevo ist schon spannend gewesen. Ne? Ja, da hat es ja auch mal irgendwie Olympische Spiele gegeben und. Also, aber ich habe es nicht bereut, Sarajevo gesehen zu haben. Auf alle Fälle waren die Gruppen dann getrennt. Und wir mussten ja, für die Deutsche Bundesbahn hatten wir ab Salzburg nur eine Fahrkarte. Wir mussten den Rückweg ab Salzburg wieder zusammen sein. Gut, wir waren in Sarajevo, wir waren in Varaždin, kommen nach Zagreb. Meine Freundin kommt in die Jugendherberge und sagt, du glaubst nicht, wen ich gerade gefunden habe am Bahnhof. Dann halt doch, ich kann es mir vorstellen. Also, dass sich solche Gruppen trennen auf solchen Reisen, weil man sitzt doch sehr eng auf einen Haufen und diese soziale Gruppenbildung und hat mich in dem Film Raus ja auch schon dargelegt. Das ist irgendwo, ja, das findet statt. Und du verlässt ja auch deine Komfortzone hier. Du bist halt bereit, ein größeres Risiko einzugehen, als du es hier zu Hause machst. Ich bin durchaus auch schon überfallen worden, ja. Ich habe zum Beispiel auch keinen Impfausweis mehr, weil der war irgendwann in einem der zahlreichen Portemonnaies, die mal weggekommen sind, dann auch drin. Und ja, der interessiert die nicht, aber ja. Ne? Aber du lebst halt einfach auch in einem höheren Risiko, weil du bist aus deiner Komfortzone, hier aus deiner europäischen Komfortzone halt draußen. Gut. Hatte ich ja an anderer Stelle schon gesagt, ich war auch mehrfach schon in Todessituationen drin und auch in Überfallsituationen drin und ich musste immer wieder irgendwo sehen, wie es irgendwie weitergeht. Und es geht immer irgendwie weiter und das wird dann in dem Film auch klargelegt. Gut, der Österreicher und der Schweizer spalten sich ab und dann hört man nichts weiter von denen. Irgendwo im Nachspann steht dann drin, dass der Österreicher wohl von der Polizei gesucht wird. Warum genau, erfährt man nicht, ob der jetzt in Österreich schon ein Verbrechen gegangen ist und vor der österreichischen Polizei auf der Flucht ist. Oder ob das eventuell zwei Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg sind, die er ja, wenn er 1920 geboren ist, durchaus begehen haben könnte. Erfährst du alles nicht. Oder ob das Verbrechen sind, dass er schon öfter mal arglose Touristen versucht hat, in den Urwald zu entführen. Aber warum sollte er das? Wo ist die Plausibilität? Ne? Wenn er jetzt als Tourguide Geld dafür haben will, ist das ein anderer Schnack. Aber man erfährt ja diesbezüglich nichts. Also ich denke, dass die negative Darstellung des Österreichers hier nicht begründet ist. Gut. So, und dann sind die beiden weg. Der Österreicher und der Schweizer sind weg, tauchen auch nicht wieder auf. Da wird auch nicht weiter nachgesucht, spielt keine weitere Rolle mehr. Werden ihrem Schicksal überlassen. Tauchen wohl auch nicht wieder auf. Sind auch wohl bis heute nie wieder gesehen worden. Ja, gut, die beiden anderen machen sich mit einem selbstgebauten Floß auf den Weg, wobei dieses Floß recht stabil ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Dafür, dass es ein selbstgebautes Ding ist, hält es schon eine ganze Menge aus.
So, es kommt an Stromstellen dazu, dass die beiden verunglücken. Der eine kann sich an Land retten und der andere wird weggespült und am Ufer wieder irgendwo auch an, mehr oder weniger bewusstlos wieder angespült. Also er überlebt die ganze Sache. Ich musste an den Film Auf der Flucht denken. Das ist ein zum Tode verurteilter Arzt. Da lege ich auch den Wikipedia-Artikel rein. Zum Tode verurteilter Arzt, dem es gelingt, aus der Todeszelle zu fliehen. Und da gibt es eine Stelle, er steht in einem Abflussrohr und hat nach vorne kann er nicht mehr, weil der Polizist vor ihm steht. Und nach hinten geht es nur, weiß ich, wie viel 100 Meter tief mit dem Wasser runter. Ja, und er hat keine Möglichkeit, außer zu springen. Oder zurück in die Todeszelle. So, und er springt und er überlebt das. An die Szene musste ich da denken. Egal. Und dann macht er sich, ja, was machst du jetzt? Er trifft der, das ist glaube ich der Australier, der trifft dann aus meiner Sicht heraus eine verkehrte Entscheidung. Kann ich sofern bestätigen und auch verstehen, solche Entscheidungen habe ich auch immer wieder treffen müssen, die sich dann im Nachhinein als falsch entscheiden. Er versucht sich zu diesem Indianerdorf durchzuschlagen. Blödsinn, nee. Das ist der Israeli, der da, richtig. Das ist der Israeli, der da weggespült wird und wieder aufwacht und sich dann zu diesem Indianerdorf versucht durchzuschlagen. Auf den ersten Blick ist die Entscheidung plausibel, auf den zweiten Blick auch nicht. Wer sich im Urwald ein ganzes bisschen auskennt, ich tue es nicht, auch wenn ich in Brasilien war, ich tue es nicht. Ich kann das erstmal nur so glauben. Macht es eigentlich mehr Sinn, am Fluss zu bleiben? Gut. Er macht sich dann auf eine tagelange Wanderung da irgendwie durch den Urwald. Und es wird dann dargestellt, die Bilder zeigen das, dass die Hemmschwellen immer weiter sinken. Ne? Ein Kampf gegen eine Schlange fängt er dann an und macht die Schlange, er überwältigt die Schlange, macht die Schlange auch tot, weil er da an Lebensmittel rankommt. Ach nee, das mit dem Affen. Irgendwo wird da noch ein Affe geschossen, den sie dann braten. Das war aber noch, als die Gruppe noch wirklich komplett war, zu viert war. Wie gesagt, der Österreicher kann ja mit Waffen umgehen. Auch Waffengewalt unter den Vieren wird durchaus angesprochen. Aber gut, okay, weiter. So, dann kommt er. Eine Schlüsselszene ist dann an ein Vogelnest, wo er, was er dann plündert und dann auch halb ausgebrütete Eier isst. So, und dann kommt er nach weiteren Abenteuern dieser Art an dieses Indianerdorf, was sich dann als Fake herausstellt und was auch verlassen ist. Nächste Entscheidung ist dann, bleibe ich jetzt hier, weil ich denke mal, da müsste ja so ein Minimum an Infrastruktur eigentlich sein. Das sind aber so Stellen, wo du dann so sitzt, habe ich auch mehrfach in meinem Leben gehabt, wo du dann sitzt und jetzt, du bist alleine, du kannst niemanden zu Rate ziehen, du musst jetzt mit dem, was du an Wissen, an Informationen hast, irgendwie eine Entscheidung treffen. Da triffst du nicht immer die richtigen Entscheidungen. Wie gesagt, von der Plausibilität wäre es am besten gewesen, sofort am Fluss zu bleiben. Gut, er schließt dann also von diesem Dings, von diesem Dorf zum Fluss zu gehen, nicht zurückzukehren, sondern zum Fluss zu gehen. Mit einmal sieht er menschliche Spuren, Fußabtritte und so weiter. Und dann wird ihm klar, oh Scheiße, das ist das Vogelnest. Bin ich im Kreis gelaufen? Ja, bin ich. Ist das plausibel? Ja, es ist plausibel. Ich bin auch schon in Hamburg im Kreis gerannt. Ich hatte keine Orientierung mehr. So dämlich wie es ist, also du stehst mitten in einer Großstadt, in einer Millionenstadt, in der zweitgrößten Stadt Deutschlands und verläufst dich da und rennst da im Kreis. Mit einmal, Scheiße, hier war ich doch schon mal. Ja, du bist dann den Tränen nahe. Das ist gerade in so einer lebensbedrohlichen Situation, ist das plausibel. Dieses im Kreisrennen, ja, wenn du dich nicht orientieren kannst mehr nach Sternen. So, man sollte zumindest so ein rudimentäres Wissen über den großen Wagen haben, über Sternzeichen. Ich bin auch kein Sternedeuter, ne? Weiß Gott, ich bin weit weg von einem Astrologen, ne? Nach dem Mond sich zu orientieren ist ganz, ganz schwer.
Aber völlig unmöglich ist es auch nicht. Habe ich ja in diversen Videos, nee, die sind noch nicht online, jetzt aus Frankreich gesagt, dass man sich durchaus über Licht in der Nacht Gedanken macht. Wann geht die Sonne unter? Wie lange habe ich nach Sonnenuntergang noch Licht? Wann geht der Mond auf? Was habe ich für einen Mond? Das ist in diesen Geräten ja heute drin. Aber wie gesagt, der Film spielt 1980 und diese Geräte, GPS ist 1983, 86 erst überhaupt eingeführt worden. Und ich bin in den 90er Jahren bei der Armee das erste Mal damit in Berührung gekommen. Das war, wir waren noch weit, weit weg von solchen Geräten. Ne? Aber wir hatten bei der Armee schon GPS-Geräte, hatten wir schon. Da musstest du allerdings noch ein Blatt, ein Kartenblatt nehmen und da gab es dann so mit X- und Y-Achse, konnte man dann sehen, das Gerät zeigte dann an, wo man ist. Mehr war da nicht, in 90er Jahren. Ne? Also ich weiß, ihr habt alle GPS seit 1970, ja, ist mir bekannt. Nein, GPS ist erst in den 80er Jahren überhaupt eingekommen, warte eine Ungenauigkeit drin, die man, dass man das Privatleute, dass man das so nicht nutzen konnten. Es gab ja 86 den Ostblock noch. Wie gesagt, die Jungs, die ich da in Brasilien getroffen habe, das waren Westdeutsche. So. Auch als Fidel Castro uns eingeladen hat. Mit Fidel Castro bin ich auch schon zusammen in einem Raum gewesen. Ja. Aber da war die DDR schon in Auflösung. Da waren auch schon jede Menge Ostdeutsche bei, aber es gab die Deutsche Demokratische Republik noch, ja. So. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Okay, das ist alles erstmal so plausibel. Und die Hemmschwellen senken. Würdet ihr Eier essen, was ihr so am Wegesrand findet? Dann lernt er noch eine Urwaldbewohnerin kennen. Die Story ist plausibel. Ob die dann aber von ihrem Stamm vielleicht ausgesetzt wurde, was die da im Urwald macht, weiß ich nicht. Die legen sich zusammen hin und am nächsten Morgen ist sie weg. Ja, solche Verbindungen sind auch zwischen Mensch und Tier durchaus dokumentiert. Habe ich so noch nicht erlebt. Aber auch, dass die Menschen dann sich trotzdem irgendwie wieder trennen, dass sie die Symbiose irgendwie nicht so ganz verstehen. Gut. Ja, so schlägt er sich durch. Das wird immer abenteuerlicher. Er gerät auch in den Sumpf und versackt dann auch und bleibt dann aber auch stecken. Das, und es wird nicht ganz genau geklärt, wie er sich da wieder raus befreien kann. Auch das Erlebnis habe ich sehr wohl gehabt. Moore sind gefährlich. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das ist eins von den drei Sachen, wo ich in Todesangst war. Eine davon ist ja im Moor passiert und das ist gefährlich. Da verstehe ich mich auch nicht, warum er dann in diesen Sumpf hineingeht. Gut, es war keiner dabei. Der Film ist nach seinen Erinnerungen entstanden. Wir wissen nicht, ob es dann wirklich stimmt, aber wir gehen grundsätzlich erstmal davon aus, ja. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, ja, wenn du nicht weißt, worauf du dich da einlässt. Ich musste auch erst im Sumpf versinken und in Lebensgefahr kommen. Seitdem bin ich vorsichtig, wenn ich durch eine Pfütze gehe. Auch wenn eine meiner Exen sich darüber lustig macht. Ne? Und nicht nur die in meinem sozialen Umfeld allgemein. Nee, wenn da eine Pfütze ist, wenn du das erlebt hast, du machst instinktiv, gehst du um Pfützen drumherum. Nicht, weil du Sorge hast, dass du knöcheltief die Socken nass werden oder die Schuhe dreckig oder so. Einfach, weil du nicht weißt, was unter dieser Wasseroberfläche ist, ob da nicht mit einmal doch ein Loch ist. Ne? Ja, ihr dürft ruhig lachen. Ich hab's erlebt. Von diesem Hintergrund verstehe ich nicht so ganz, warum er da in diesen Morast reingeht. Und irgendwo verstehe ich's doch. Er kommt aber da irgendwie wieder raus. Kommt auch an den Fluss und baut sich aus drei Stöckern, die komischerweise sehr genau passen. Von der Länge ein Y. Y steht für Yes, weil er weiß, es gab durchaus ein Flugzeug, was er auch gesehen hat, was ihn aber nicht sehen kann. Wie sollen die ihn auch da im Urwald finden, von dieser Höhe aus, was da im Film gezeigt wird? Fast unmöglich, da unten einzelne Menschen irgendwie zu erdenken, wenn er sich nicht auf sich irgendwie aufmerksam macht durch ein Feuer oder. Ne? Wobei Feuer machen, er ist wohl nicht in der Lage, dieses Outdoor-Wissen, was ja in dem Film raus auf wundersame Weise irgendwie vorhanden ist. Wie mache ich ein Feuer ohne Feuerzeug oder wie mache ich überhaupt ein Feuer mit Feuerzeug? Du kannst ja nicht einfach so einen dicken
Holzknoten da irgendwie anzünden. Das kriegst du ja mit dem Feuerzeug nicht hin. Ne? Er schafft es auch, sich gegen irgendein wildes Tier zu Feuer zu setzen, auch mit dem Feuerzeug, aber das Feuerzeug wird natürlich dann auch alles nass. Wie gesagt, die Hemmschwellen sinken weiter und sinken weiter. Du kämpfst irgendwann nur noch ums Überleben, das ist plausibel. Gut, dann kommt wieder diese Stelle, die nicht plausibel ist. Der Australier sucht ihn dann ja und er findet auch dieses Y. Y heißt, wie gesagt, yes, want you, do you want support? Ja, Support heißt es eigentlich nicht. Und dann sagst du entweder Y oder no. Ne? Oder beziehungsweise no. Eine Hand hoch, die andere nach unten heißt no. Oder beide Arme hoch, das heißt Y, yes. Diese Codes sind aber so Asbach uralt. Wobei in meinem jetzigen Rucksack stehen sie sogar im Deckelfach drin. Wobei in meinem Interrail-Rucksack, mit dem ich in den 90er Jahren, so um 1990 rum, als ich wie gesagt 20 war, da standen sie aber, glaube ich, müsste ich gucken, den müsste ich eigentlich noch haben irgendwo. Der ist kaputt und verschlissen, weil der hat ja auch viele, viele Tausende von Kilometern mit mir hinter sich gebracht. Und da bin ich auch anfangs noch dafür, für mein eigentliches Projekt, habe ich mit dem sogar noch trainiert. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Ja. Aber dieses Y wirkt halt nur aus der Luft. Es ist schon plausibel. Er wird dann nochmal mit dem Boot gesucht. Da fahren dann nochmal zwei, ein Einheimischer und der Australier mit dem Boot den Fluss aufwärts und die treffen sich dann auch. Ob es diese Dramatik dann wirklich so gegeben hat oder ob das für den Film ist, möchte ich mal offen lassen. Auf alle Fälle, er sieht das Y nicht. Also der Retter. Er kommt an den Strand, wo er seinen Kollegen ja auch finden kann, aber er sieht das Y nicht. Ich weiß nicht, ja, es ist insofern plausibel, dass wenn da Stöcker liegen, das kannst du nicht immer auseinanderhalten. Das ist in erster Linie ein Zeichen, um aus der Luft sichtbar zu werden. Ne? Dafür hat er sich ja auch gedacht. Ja, und dann fahren die, ja, und der Rest ist Dramaturgie, würde ich sagen. Dann fahren die wieder so und er dreht sich nochmal um und dann steht er da mit einmal doch mit den letzten Kräften sich noch zu erheben. Rufen, das glaube ich schon, dass das nicht mehr geht. So, der Australier wird auch durch Zufall gerettet und wie gesagt, der Österreicher und der Schweizer, die sind verschollen. Gut, ich denke, ein sehenswerter Film. Auch um zu sehen, wie weit man bereit ist, Hemmschwellen zu senken, wenn es ums nackte Überleben geht. Auch um Rüdiger Neberg zu verstehen, der sagt, nein, Touristen nehme ich nicht mit zu meinen Indianern, egal was ihr mir zahlt. Ja, okay, jetzt wollen wir aber endlich mal wieder an normale Jakobswege-Filme ran, aber ihr merkt schon, 24 Minuten, ach Gott. Ich halte das alles für plausibel. Teilweise kann ich es am eigenen Leib nach, habe ich es am eigenen Leib nachvollziehen können, was da passiert, nicht alles. Im Urwald, wie gesagt, war ich noch nicht, bin ich auch nicht unbedingt scharf drauf, will ich auch nicht hin. Ich bleibe erstmal hier in Europa. Noch dazu ist der Rest der Welt eh relativ gefährlich geworden. 1980, das war die Welt noch in einem anderen Gefüge. Da waren auch zum Beispiel afrikanische Staaten noch fest unter der europäischen Knute. Diese Stammesbildung, diese Rebesinnung auf ihre Stämme, das hatte man noch nicht. Das hatte man in den 80er Jahren noch nicht so, wie man es heute hat. Und auch da in Südamerika, da schlägt das Pendel, ja, da ist es nicht ganz so einfach. Ne? Da ist es nicht ganz so einfach mit den Urvölkern, weil da auch sehr viel Zuwanderer aus Zivilisation ist. Aber auch dort merkt man eine. Ja, Rückbesinnung auf Stämme, weiß ich nicht, aber Panamerika, da fehlt ja ein Stück. Und da fragt man sich immer, ja, muss man da unbedingt verschiffen? Nee, musste eigentlich nicht, aber die Gebiete dazwischen sind sehr gefährlich. Nee, weil du hast doch wohl irgendwo immer ein Preisschild auf der Stirn, wenn wir dich entführen, können wir für dich das und das kriegen. Aber das hat es 1980 auch schon gegeben. Aber wie gesagt, wenn du die
Komfortzone hier verlässt, wenn du dich außerhalb von einer Neckermann-Erlebnisreise 14 Tage nach Malle oder heutzutage 14 Tage Jakobsweg gehst, dann sieht das, die Welt ein bisschen anders für dich aus. Du bist ein bisschen mutiger, du riskierst mehr. Und das sehe ich ja jetzt gerade, wenn ich dieses ganze Corona-Gedöns da höre. Nee, du hast, gut, wir haben es da mit Leuten zu tun, die diese Erfahrungen halt nicht teilen können, weil sie nie gemacht haben. Ne? Gut. So, als nächstes will ich dann aber wieder an die beiden Jakobswege-Filme rangehen. Bis dahin, tschüss.